Vor dem Fegefeuer erhielten sie dieselbe Antwort, da zogen sie weiter und pochten leise an die Himmelspforte. Als Petrus öffnete und den Schmied erblickte, brummte er ihn an. »Für dich ist kein Platz hier, denn du hast dir nie den Himmel gewünscht. So öffne mir nur die Tür ein ganz klein wenig, damit ich einen Blick tun kann in all die Herrlichkeit des Paradieses.« Petrus gewährte ihm die Bitte und schloss die Tür auf. Da warf der Schmied schnell seinen Schurzfell hinein, sprang mit einem tüchtigen Satz drauf und rief: »Der Schmied von Rumpelbach sitzt hinter der Himmelspforte auf seiner Sach.« Petrus verzog sein Gesicht zu einem freundlichen Lächeln und drückte ihm die Hand. »Drin bist du und drin sollst du bleiben, denn du hast dir den Himmel verdient. Aber mit solcher List ist mir noch keiner hineingeschlüpft.«